So, hallo, wir sind wieder in meiner Kochschule im ersten Bio-Berggasthof in Sachsen, in der Beckenbergbaude in Eibau. Und ich möchte Ihnen heute mal die Teichelmauke zeigen. Das ist ja so das Nationalgericht der Oberlausitz. Und ja, Mauke, was ist Teichel, was ist Mauke? Mauke ist eigentlich ganz einfach erklärt, das ist einfach das Kartoffelpüree. Und wir kochen so eine klassische Rinderbrühe eigentlich oder das Fleisch im Wasser. Und da gibt es so zwei Besonderheiten. Wenn ich eine Brühe kochen möchte, wo ich wirklich nur die Brühe verwende, dann setze ich das im kalten Wasser an. Und für unsere Teichelmauke habe ich hier feinstes Kochfleisch, die hohe Rippe am besten nehmen. Und damit das Fleisch essen, setze ich das im kochenden Wasser an. Also, wir schneiden uns jetzt hier das Wurzelgemüse. Ich habe jetzt hier Porree, ich habe Möhre, ich habe Zwiebel in, ja, der Koch sagt, in mundgerechte Stücke, so dass ich es dann schön auf dem Esslöffel auch gut essen kann. Die Viertelsellerieknolle. Und schneide das auch wieder wirklich gleich große Würfel, damit es dann auf dem Teller auch schön aussieht, weil das Auge ist ja immer mit. Möhre, die schneide ich mir erstmal so in handliche Stücke, damit ich dann das Verletzungsrisiko ein bisschen minimiere. Und schneide mir dann auch wieder solche Stäbe und dann solche. So. Zwiebel, die bringt noch einen schönen Geschmack mit rein. Schneiden wir hier so ein bisschen die Wurzel mit raus. Die können wir dann später noch mit in die Brühe reingeben. Also nicht, schneide ich mir in solche Plättchen. Die Zwiebeln natürlich nehmen wir auch noch die typischen Suppengewürze dazu. Das ist einmal Lorbeer, Pfefferkörner und ein paar Pimenten. Unsere Kartoffeln werden ganz klassisch bei der Teichelmauke in Rinderbrühe gekocht. Die Kartoffeln nehmen dann natürlich dann den schönen Brühegeschmack auf und das ist noch was ganz anderes. Jetzt kocht unser Wasser und jetzt geben wir unser Kochfleisch rein, natürlich in Salzwasser und da kann ruhig eine anständige Prise Salz rein. So. Und das lassen wir jetzt gut so eine Stunde lang kochen und nach der Stunde geben wir dann unser Wurzelgemüse dazu. Also noch nicht gleich zum Anfang dazugeben, das würde das Gemüse laugt nur unnötig aus, wird ganz weich dann und schmeckt dann nicht mehr, denn das Gemüse nehmen wir ja später für unsere Teichelmauke. So, jetzt hat unser Fleisch eine Stunde lang gekocht, so circa. Und jetzt geben wir unser Wurzelgemüse hier dazu. Wie gesagt, der Porree, die Zwiebel, der Sellerie. Und dann natürlich noch unsere Gewürze, die Lorbeerblätter, ein bisschen Piment und Pfeffer. Ich werde manchmal gefragt, wie viel da reinkommt. Ich nehme immer so bei 1 Kilo Kochfleisch ungefähr so 2 Lorbeerblätter. 3, 4 Pimentkörner, ja, und Pfeffer, das kann jeder so gut Ding machen, sage ich mal. So 10, 15 Pfefferkörner können da schon gut rein. Und ganz wichtig bei der Brühe kochen ist, dass man den Deckel nicht drauflegt oder wenn man den unbedingt drauflegen möchte, dann wirst du ankippen, den so leicht offen lassen, denn wenn ich die Brühe abdecke, dann wird die schnell trüb. Also dann habe ich immer so die Gefahr, dass das trüb werden kann. Deswegen am besten die Brühe ohne Deckel köcheln lassen. Ich sage auch immer, nicht kochen wie alte Wäsche, ne? Also dass es hier blubbert und knallt, sondern schön sachte, dass es so ganz leicht das Wasser wellt. Und das noch gut eine Stunde so köcheln lassen und dann sollte die Brühe eigentlich fertig sein. Jetzt machen wir unsere Mauke. Und wir haben die an Brühe gekocht. Ich nehme mir erstmal ein bisschen Brühe hier ab, weil ich nicht ganz genau weiß, ob das Mischungsverhältnis so optimal stimmt, dass die Konsistenz dann auch von der Mauke nicht zu flüssig ist. Deswegen ein bisschen Brühe zur Seite stellen und dann nehme ich hier so einen handelsüblichen Maukestampfer und stampfe meine Kartoffeln. Ganz wichtig noch, wenn man die Kartoffeln in der Brühe kocht, dann ein weniger Salz dazugeben, ne? Wir haben ja eine relativ kräftige Brühe und da sollte ich dann nicht mehr ganz so viel Salz beim Kochen dazugeben. Und dann stampfen wir uns hier schön die Kartoffel für unsere Mauke. Und da es ein relativ rustikales Essen ist, bleibt die Mauke auch so ein bisschen mit diesen Stücken drin. Wer das nicht mag, kann da gerne mit einem Pürierstab durchgehen oder mit der Küchenmaschine nochmal mit dem Handmixer durchgehen und das richtig sämig machen. Ich mag es immer ganz gerne, wenn so ein paar Kartoffelstückchen noch drin sind. Wie man hier sieht, war es ganz gut, dass ich die Brühe weggenommen habe, weil wir haben jetzt so eine schöne Konsistenz und die brauchen wir dann für unseren Teichel. Also es ist wichtig, dass die Mauke nicht zu flüssig ist. So, jetzt kostet man das natürlich, schmeckt man das Ganze noch ein bisschen ab. Und wenn wir merken, da fehlt noch ein bisschen was, dann kann man natürlich hier noch ein bisschen eine Prise Pfeffer dazugeben, eine Prise Salz, wer es mag. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Ich sehe gerade, ich habe hier noch
ein bisschen Majoran. Frischer Majoran passt wunderbar für die Kartoffel. Frische Kräuter immer zum Schluss dazugeben. Wenn man Majoran getrocknet hat, kann das auch gerne schon mit in der Brühe mit kochen. So, das Ganze rühren wir jetzt nochmal unter und stellen uns das abgedeckt zum Herd, halten das uns noch ein bisschen warm, bis unsere Brühe fertig ist. Ich habe natürlich auch schon was vorbereitet, denn 2 Stunden, bis das Kochfleisch weich ist, können recht lang sein. So, und in meinem Topf habe ich natürlich auch das Fleisch angesetzt mit dem Gemüse dazu, die Gewürze dazu gegeben. Das nehme ich jetzt raus und dann nehme ich mir mein Kochfleisch und lege mir das aufs Brett. Die Augulauser Küche ist eigentlich eine arme Leute-Küche und die haben wirklich damals die ganzen Knochen abgeputzt. Die haben sich da ein kleines Messer genommen und haben dann wirklich die ganzen Knochen hier, so dieses ganze kleine Fleisch wirklich abgeputzt. Ich kenne das auch von meiner Oma noch, also da wurde nichts weggeworfen. Da wurde wirklich jedes kleine Fitzel Fleisch hier noch rausgenommen und hier rausgepult. Und ja, das sollte man eigentlich auch dem Tier zuliebe noch auch tun. Ne? Also wirklich auch das ganze Fleisch verwenden, nichts wegschmeißen. Unser großes Stück Fleisch, das kann ich hier von dieser Sehne noch befreien, was hier außen dran ist. Der eine mag es, der andere nicht. Und dann schneide ich mir mein Fleisch in Würfel. So, hier sieht man natürlich, das ist schon sehr weich. Deswegen habe ich da auch die Streifen relativ groß gelassen, damit ich noch so ein bisschen würfelähnliche Fleischstücke bekomme. So, das gebe ich mir dann in meinen Topf, wo ich mir die Brühe reinpassiere. Ne? Wir haben ja die Gewürzkerner drin, auf die mag keiner beißen. Deswegen passiere ich mir, also gebe die Brühe durch ein Sieb durch. Und da gebe ich jetzt mein geschnittenes Kochfleisch hinein. So. So, und in unsere Teichelmauke, in unsere Brühe mit dem Fleisch, kommt natürlich unser schön geschnittenes Gemüse dazu. Das soll ja richtig schön farbig und bunt aussehen. So, und dann ist eigentlich schon unsere Teichelmauke fertig. Und ich habe ja verraten, oder beziehungsweise gesagt, ich verrate heute noch, warum das Ganze Teichelmauke heißt. So, und das hat was mit dem Anrichten zu tun. Also, Mauke, hat man schon geklärt, ist unser Kartoffelpüree. Und den geben wir uns jetzt hier in die Tellermitte. Da bauen wir uns einen richtig schönen Berg. So, und dann nehmen wir uns eine Kelle, unsere Brühe mit dem Suppengemüse, machen die Kelle ein bisschen heiß und durch das Fett hier außenrum können wir hier so einen richtig schönen Teich bauen. Ja, also Teichel kommt von dem deutschen Wort Teich. Teich deswegen, dass wir, weil wir uns jetzt hier eine Kuhle bauen und wie sie das für jeden Teich gehört, hat ja natürlich der Teich Flüssigkeit und die geben wir hier rein in unseren Teich, natürlich mit unserem Kochfleisch und dem Gemüse und bauen uns hier so ein bisschen einen Teich. Dann kann natürlich jeder Teich mal reißen, so wie man das hier sieht. Und dann bildet sich natürlich hier ringsherum auch ein bisschen Wasser. Das ist so quasi unser Ufer. Jetzt kann man hier noch schön Petersilie draufstreuseln oder auch ein bisschen, also hier habe ich auch eine schöne Blattpetersilie. So, und pst, der ein oder andere Oberlausitzer isst seine Teichelmauke mit Sauerkraut. Das ist auch mega lecker. Dazu einfach das Sauerkraut ein bisschen erwärmen und hier an die Seite rantun. Und ja, das ist so der kleine Oberlausitzer Geheimtipp, ne? Das mit Kraut, müsst ihr mal aufpassen, wer das mit Kraut isst. Und ja, wer vielleicht den einen oder anderen Tipp noch haben möchte zu der Oberlausitzer Küche, kommt am besten mal zu einem Kochkurs zu mir in die Kochschule oder einfach als Gast vorbei. Und ja, vielleicht verrate ich den einen oder anderen Tipp. Und ich kann dir nur Oberlausitz kochen. Ne? Es gibt noch ganz viel hier zu erleben. Am besten auf unsere Internetseiten gucken, www.beckenbergbaude.de oder bei meiner Kochschule bei-meier.de. Ich freue mich auf Sie, ganz einfach. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.